Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Eternium, ein Hack and Slay von Steam. Und ja, der Entwickler ist Dream Primer wahrscheinlich. Ja, und Making Fun ist der Publisher. So, wir gehen auf Helden, machen uns einen neuen Helden. Okay, wir nehmen vielleicht mal einen Magier. Name zu lang. Okay. Nehmen wir einen Dragodian. Erstellen. So. Das Game kommt scheinbar vom Handy. Also das wurde zuerst auf dem Handy veröffentlicht. Und ja. Ist jetzt auf dem PC sozusagen auch verfügbar. Man sieht es, es ist ein bisschen alles groß geschrieben und so weiter. Aber das macht nichts aus. Prüfungen. Ich bin ja ein Hack and Slay Fan und ich möchte natürlich auch gerne alle Spiele spielen, die so rauskommen. Jo. So, die Küste der Hoffnung. Sie haben unsere Bücher verbrannt und uns im Namen Dragadams ihren verdorbenen Fürsten versklavt. An dieser Küste beginnt meine Rache. Ich werde dich jagen. Ragadam, über alle Welten hinweg. Oh, schon so. Okay. Wir bekommen irgendwelche Sterne. Recht viele. Die Küsten der Hoffnung. Sie haben unsere Bücher verbrannt und uns. Ah, das haben wir schon gelesen. Okay, die Grafik, man sieht, es kommt vom Handy. Aber. Oh. Direkt mal ein paar. Ja. Lass mich mal weg. Die kreisen mich ein. Hilfe! Hard Mode von Path of Exile, ja. Hui. Okay. Okay, ich tanze. Wieso kann ich Kisten nicht zerstören? Umschalt? Ich will aber Kisten zerstören. Das ist das Wichtigste in einem Game. Kisten zerstören. Ja. Eindeutig. Okay, wir gehen mehr. Schade. Vielleicht hätte ich irgendwie ja, eher Fernkämpfe auswählen sollen. Ah, die sind offen. Man sieht gar nicht, wie die zerstört werden. Die Deckel. Münzen möchte ich aber einsammeln. Dankeschön. So, eben nur kurz angespielt. Ich weiß nichts von diesem Game. So, oh, ganz viel Münzen. So, bereit, Brandopfer freigeschaltet. Okay, eins. Ja, eins. Zum Antippen. Das Inventar, jetzt kann man das verschieben. Oh, die Zähigkeit geht nach oben. Und die Erholung? Da steht nichts. Rüstung 9. Also Zähigkeit, Rüstung. Okay, und hier sind so diese Werte, die wir haben. Gut, also dann, mal Brandopfer einsetzen. Oh, wirklich cooler Spell. Noch mehr Münzen. Oh. Sabatoons. Was ist denn das für eine Taste? Ich möchte wissen. Ja, das Tutorial. Okay, da steht einfach, wie wertvoll. Je mehr rechts, desto wertvoller. Oh, wir haben schon etwas Besseres. Ein rohen Diamanten. Okay. Ein Sockelgegenstand. Ja. Hier haben wir eine Belohnung für die Account-Erstellung. Vor 2 Wochen, ja genau. Da konnte ich noch nicht so gut aufnehmen, also ich aber hatte einfach keine Zeit. So, jetzt an Halloween habe ich das sozusagen mal, ja, aus Let's Play starten können. Mal schauen, wie so ist. Also ja, die Kritiken sind, glaube ich, ausgeglichen jetzt erstmal. Wird sich sicher noch verbessern. Aber die Kritiken sind meistens halt schlecht, weil irgendwas nicht geht oder vielleicht Pay to Win ist oder sonst irgendwas. Ich spiele das Spiel einfach mal kostenlos. Und wenn wir halt nicht weiterkommen, werde ich halt mal etwas ausgeben. Werden wir dann mal sehen. So, wir haben bald ein Level Up. Ganz überall noch.
Manchmal kann ich nicht angreifen aus irgendwelchen Gründen. Aber es ist sehr interessant gemacht. Also, die sollen weiter so machen. Also, ja. Sie sollten halt einfach die Qualität ein bisschen steigern. Also es ist nicht so, dass es jetzt wirklich fantastisch aussieht oder sich fantastisch spielt. Sondern man sieht einfach den, ja, Handy-Ursprung an. Auf dem PC müssen sie halt eine bessere Qualität bieten, also ja. Ich sage nicht, dass das Spiel jetzt unbedingt schlecht ist deswegen. Aber man sieht schon, dass wahrscheinlich manche Leute dann wirklich enttäuscht sind, weil sie ein Spiel haben wie ein Handyspiel. Ich wollte eigentlich die Kiste nochmal aufmachen. Your sword will slay thousands. Your plans will end demons. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man irgendwie so extremst stark mit Stress und so Sachen angekündigt wird. Man sollte das und das tun. Das Lied kenne ich von irgendwo. Okay. Eternium. So, jetzt bin ich hier in einer Stadt. Steht das auch? Trifadanium. Ankleidezimmer. Oh, Level 6. Ausschlachten. Oh, Level 6. Guten Tag, Magier. Bist du ein Schwertschmied oder das Zuschneider? Erzähl mir etwas über das Anfertigen. Anfertigen ist eine edle Angelegenheit. Das sagt sogar Meister Alarion. Eine Art von Magie, sagt er. Finde das Eisen oder Leder und dann machst du selbst ein Schwert oder eine Rüstung. Füge das Essenz der Erde hinzu und die Rüstung wird dich heilen, wenn du sie trägst. Je mehr du fertigst, desto besser wird es. Versuch es doch mal. Was ist mit Ausschlachtung? Bringe die Waffen und Rüstungen, die du nicht benötigst, zum Ausschlachtungstisch dort drüben. Schlachte sie aus, du gewinnst Materialien und Essenzen zurück, die sich als sehr nützlich erweisen, wenn du etwas Neues anfertigen willst. Okay. Demnächst verfügbar. Okay. Sammler. Beliebigen Gegenstand verzaubern. Okay, Level 2. Reden. Hallo, hallo, da, ich bin Mimitsu. Ich mag Zeug, sammle alles Zeug. Glitzernd oder nicht, ich zahle gutes Gold. Erzähl mir etwas über dich, Mimitsu. Ich habe in großen Haus gewohnt, im anderer. Großes Haus meiner Tante, Jo Costa. Tante Jo Costa war sehr gut zu Mimitsu. Wie kannst du dir all diese Dinge leisten? Tante Chester hinterließ mir zu viel Geld. Als die Toten kamen, verschwand ich hier nach Uldin. Ich mag Zeug, brauche kein Geld. Okay. Man kann leider nichts machen. Arena. Lieber nicht. Ja. Gastwirt. Begleiter anhören. Oh, Level 5. Taverne. Oh, boah, ist das teuer. Sheet. Post möchte ich haben. Naja, gut, dann halt weiter. Gut, dich zu sehen, Dragodian. Woher kennst du mich? Ich habe etwas für dich. Es scheint, als würde er unter seinem Bart lächeln. Willkommen zu Hause. Zu Hause? Willkommen zu Hause, Dragodian. Ich bin Alarion. Meister Sagan hat mich beauftragt, dich zu begleiten. Nimm diese Waffe und schwinge sie, du wirst sie bald brauchen. Alarion starb. Quest abschließen. Yeah, und dafür haben wir irgendwas bekommen. Ja. Also, den Stab natürlich austauschen. Dafür haben wir mehr Schaden bekommen. Wie viel haben wir ohne? 17. 95 Schaden.
Okay. Ja, also dafür musst du nicht so blinken. Ausrufezeichen. Der Gordian, ich habe eine Mission für dich. Geh durch das Stadttor zu den Ruinen der Toten und vernichte die Monster Iskarion Himmelsbrecher und vernichte das Monster Iskarion Himmelsbrecher und seine Schergen. Okay, machen wir. Zuerst möchte ich doch irgendwas machen können. Ein Lager. Das ist toll, Level 4. Aber das kann ich auch machen. Das ist wahrscheinlich ein Shared Stash oder so etwas. Okay, ich brauche den starken Namen, die scharfe Axt meines alten Freundes Markus. Ich muss diese Ruinen durchqueren, um sein Dorf zu erreichen. Die Toten, die Ragadams Namen murmeln, stehen in meinem Weg. Gut. Beginnen. There's nothing like the forest. Ja. Genau. Nichts außer den Wald ist hier. Now it's a party. For glory. Nein! Wir starten, oder? Ein bisschen doof, dass man nicht sofort angreift. I don't think this one was Ragadam. Okay, zwei haben wir erledigt. Wir haben vier erledigt. Keine Ahnung. Geht ihn ran und es geht nicht. Kann ich irgendwie angreifen? Kann ich nicht angreifen? Ich muss mich scheinbar immer drehen. Kann das sein? Ich will nicht immer wissen, ob es bereit ist oder nicht. Okay. Ja, es muss noch ein bisschen etwas gemacht werden im Spiel. Ist noch nicht so gut steuerbar. Aber es ist natürlich ist noch ein bisschen früh jetzt wirklich da sehr kritisch zu sein. Also die Quest haben wir abgeschlossen. Aber jetzt müssen wir ihn noch finden. Der ist sicher hier irgendwo. Oh Gott. Multischuss. Es stand Multischuss. Okay, Mage Großstab. Ach, oh, jetzt sieht. Dafür. Er stirbt einfach. Die hätten die Kiste nicht auswählen machen sollen, nachdem man drauf geklickt hat. Ist ein bisschen nervig so. Also am Anfang wusste ich nicht genau, was ich gemacht habe. Sah es halt auch nicht so gut. Ob es jetzt offen oder zu ist. Oh, Säbeerz. Nice. Da ist noch etwas. Kann man irgendwie schnell einsammeln, geht wahrscheinlich auch noch nicht. Oh. Minus 1,4 Erfahrung. Oh. Verbotenes Wissenset. Wenn dir ein Tod, wenn dir der Todessturz versetzt wird, stirbst du nicht, sondern wirst 16 Sekunden lang von einem abwehrenden Lernschild umgeben, Lernschutz umgeben, der 100% deiner Gesundheit heilt. Kann nicht öfters als alle 90 Sekunden erfolgen. Das benutzen wir doch gerne. Oh, der Schaden ist auch hoch. Es wird mir alles gezeigt. Das würde ich überhaupt nicht wissen, wie so ein Spiel geht. Plus. Okay, ja. Plus. Paywall. Hallo. Ja, du hättest sterben können früher. Also manche Einblendungen sind so sinnlos wie... weiß nicht, Pub-Counter. So. A strong one over here. Well, not quite yet. Wie er einfach durchs Feuer geht. Was ist das jetzt gewesen? Okay. Going. You fall like flies. Ja, ihr fällt wie Fliegen. Level up und alle Monster sterben in der Nähe. Okay. Machen wir gleich. Okay. Ah, da unten. Um sie zu verbessern. Ich habe nur diese Fähigkeit. Oder kann ich die auch verbessern? Ich finde irgendwie die andere ist natürlich wertvoller.
Ja. Jetzt spenden 3 Juwelen. Also wir müssen jetzt 10 Minuten ohne Verbesserung auskommen. Kann das sein? Oh, schnelle Wölfchen. Still recharging. For treasure. Der Zauber ist einfach übermächtig. Oh, da ist noch einer. Guten Tag. Boah, alles explodiert. Okay. Also ich als ja, 30 Jahre Action-Rollenspiel-Zocker. Nein, 20. Ja, ist natürlich nicht gerade so mega begeistert von einem ja, unfertigen Spiel sozusagen. Aber ist dennoch ziemlich gut gemacht für so ein kleines Spiel. Einfach die Einblendungen sind halt viel zu groß. Die sollten sie auf dem PC viel kleiner machen. Schnitter. Okay. Und ja, bin ich alle Items irgendwie mit linker Maustaste einsammeln. Können ja mal kurz schauen. Ob es da irgendwie... Ability Bar Scale, mach ich mal ganz niedrig. Ich hab doch PC-Haut an. Ist es denn das so groß? Ich will keine helfen. Gesten aus. Okay. Man kann es irgendwie nicht deaktivieren. So ein Mist. Ja, genau. Wie ich das wusste. Dann soll ich gleich auf die Kiste gehen. Ja, aber ich wollte die Kiste öffnen. Das Spiel ist unfair. Na gut. Lieber noch kurz ausrüsten. Ah, ist schwächer. Ja. Ich werde überall geholfen. Ich will nicht geholfen werden. Ich will das Spiel selber kennenlernen. Ah, hallo. Was sind hier Gegner rausgekommen, wenn hier nichts ist? Vielleicht ist doch irgendwas. Nee, scheinbar nichts. Für was ist das hier? Okay, keine Ahnung. Die Gegner kommen einfach, weil sie mich durch die Wände sind. Ein Himmelsbrecher. Muss man Angst haben? Ja, meinst du, ich falle da davon? Wieso sterben die einfach? Ich habe nichts gemacht. Verbrennen die? Kann das sein? Dass ein Brandschaden drauf ist? Ja, sicher. Da ist ein Schnieter. Sieht cool aus. A treasure chest. Dankeschön. Ein Schild, was Schild, irgendwas habe ich bekommen. Das ist, die Schrift ist so groß, dass ich nicht ganz durchlesen kann, wenn es schon wieder verschwindet. Also ein Buch. Und man trägt Bücher. Ein Heiltrank. Wie kann ich jetzt das auf die Skillbar tun? Die Skillbar könnte hier hin. Aha, F1, okay. Ja, ist nicht gerade so gut auf der F1. Eine Juwelin. Okay. Also, hier haben wir nichts gefunden. Sieg beenden. Ist er tot oder was? Den nicht gefunden. Du hast meine Erwartungen übertroffen, du hast... Ah, wir mussten den töten, nicht... Ja,
nicht beschützen, beziehungsweise. Du hast Iskari und den Himmelsbrecher bezogen, musst unbeschadet und bist unbeschadet zu mir zurückgekehrt. Dafür gebührt dir mein Dank und dieses Rüstungsteil. Okay. Verteidige der Ruinen. Oh, nicht schlecht. Exotische Stiefel. Nicht rare oder so, nein, exotisch. Danke sehr. Muss ich natürlich tragen. Ja, wir werden ziemlich schnell besser. Freunde. Habe ich Freunde? Nein, ich habe keine Freunde. Ich bin nicht Level 7. Nein. So ein Mist. Dein alter Freund Markus wäre ein toller Begleiter bei deinen zügigen Aufgaben. Finde ihn in seinem Dorf. Genau den müssen wir finden. Okay, jetzt müssen wir ihn einfach finden. Ja gut, und jetzt müssen wir scheinbar wieder raus. Ja. So, mal kurz schauen. Ja, vielleicht nochmal kurz weitermachen. Okay. Ja, man kann Schwierigkeitsgrade und 2 von irgendwas habe ich jetzt. Quack! Danke, dass du mir geholfen hast, die Geister meiner Brüder von ihren Festen zu befreien, Champion. Okay, bitte. Es sind überall Frösche, überall Frösche. Und Charge Angriff, cool. Überall Frösche. Klopf, klopf, geh weg. Ich bin Dragonin, hast du Markus gesehen? Sie haben ihn zum schwarzen Turm jetzt an der Brücke gebracht. Okay, okay. Ihn müssen wir auch retten. Ist jemand in diesem Fass? Ja, ein roter Rubin. Nein, halt den Mund. Es wird langsam ein bisschen lustig. Ja. Zerbrennt. Oder verbrennt. Nein. Er macht so viel Schaden. Ich verstehe nicht, wieso die Gegner einfach so explodieren. Okay. Nein, bitte nicht. Ich bekomme so viel Schaden. Ja. Okay, ein Schwert. Nein, natürlich nicht. Das muss der Weg zum schwarzen Turm sein. Irgendwie mache ich so einen Puls und die Gegner sterben dann. Okay. Oh. Die Gegner halten schon viel mehr aus, das ist super. Aber wer tötet hier? Ich verstehe nicht. Hä? Die Gegner sterben einfach. Okay. Ist aber nicht besser. 7,6. Doch, ist besser. Danke sehr. Auf was ich Lust habe, MS Beschwörungen. Vielleicht werde ich ein bisschen an Art beschwören, wenn das geht, dann später. Ja. Oder halt irgendwie so Blitzmagie oder so würde ich gerne sein. Eismagie vielleicht auch. Oder eher Eismagie. Wegen dem Fries. Mal schauen. Wie sich so spielt. Immer schön ausprobieren. Okay, Levelaufstieg, Level 4. Durchhaltevermögen. Ja, ich denke, wir machen das nächste Mal einfach hier weiter. Und machen mal einen Cut. Okay, noch 17. Was ist das? Passiv. Durchhaltevermögen. Okay, Leben ist um 11 erhöht. So. Und jetzt ist hier gerade noch das Bandopfer fertig. Und dann mache ich einfach mal den normalen Angriff.
Verbessern. Verbessern fügt 85% Schaden, also 5 mehr. Und 45% mehr Schaden. Ich könnte das wirklich jetzt noch weiter erhöhen. Mache ich auch, okay. Ich dachte, man kann es nicht mehr erhöhen. Aber gut, wir schauen noch kurz, ob hier irgendwas... Bogenblitz, genau. Rostblitz. Okay, 20% weniger Schaden, ist nicht so schlimm. Frostnova, Zeitschleife, Blizzard, Paradox. Okay. Froststrahl. Blinzeln, das ist ein Teleport mit Spiegelbild. Jo, tödliche Schatten, Singularität, aber keine Beschwörungen? Hm, ich dachte, ich habe irgendwas gesehen, was wie eine Beschwörung aussah. Okay, Glaskanon. Glaskanon. Ja, wir werden ja dann sehen, ob es jetzt noch mehr Fähigkeiten gibt, dass die angezeigt werden. Ich möchte eigentlich schon irgendwie so ein Beschwörer oder so sein. Naja. Gut, wir machen einfach das nächste Mal hier weiter. Also laufen halt nochmal hier hoch. Aber ich kann jetzt gerade keine zweite Aufnahme machen. Gut, also dann... Ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.